Na gut, was haben wir denn hier? Glühbirne. Die nehmen wir doch mit. Guter Fund. Die könnte ich für genau. Okay, auch sehr amazing. Ersatzteile. Metallic Lack. Die meisten Dosen sind ausgetrocknet. Nichts, was ich brauchen könnte. Schade. Werkzeugkasten. Könnte nützlich werden. Genau, was ich brauche. Und dann nehme ich mit. Und stecke ihn natürlich in die Hose. Achso, nein, was war denn das? Oha. Was haben wir denn jetzt? Hölzerner Pinsel, Keilriemen, Radstern. Okay, da gehen wir zur gegen Gaspepkei kämpfen. Haha, Scherzkeks. Versteckter Knastwein. Lecker. Riecht wie Knastwein. Yep. Rock Juice. Rosinen und Feigen, ein Becher Hefe und etwas Zucker. Er gärt hier schon seit ein paar Wochen. Nein, ich muss fit bleiben. Jo. Aber die anderen wollen bestimmt einen Schluck. Kontrolltafel. Eines der Verbindungskabel muss ersetzt werden. Der Generator macht's nicht mehr. Ich wette, das Problem liegt irgendwo bei der Schalttafel. Haben wir vielleicht ein Verbindungskabel? Stromkabel. So, die Schalttafel sollte wieder okay sein. Der Generator startet immer noch nicht. Das alte Mädchen schaue ich mir mal besser genauer an. Okay. Obwohl. Komm, ich kämpfe jetzt gegen Gaspipe. Wüst. Na, aber dann riskiere ich wieder. Nein, dann riskiere ich wieder. Na, scheiß drauf. Ich bin noch nicht bereit, gegen ihn zu kämpfen. Ohne Schutz habe ich keine Chance gegen Gaspipe. Der wird mich ausnehmen wie einen Fisch. Ja gut, dann gehen wir zum Gleichstromgenerator. Was wollten vorher? Ist doch Wurst. Conchita Wurst. Der war gut. So, Gleichstromgenerator. Hey, was machen denn diese zwei losen Zahnräder da drin? Jemand hat das Riemenrad rausgerissen. Ohne Keilriemen kann ich das nicht mit dem Generator verbinden. Ich brauche außerdem ein Zahnrad, um die Bewegung zu übertragen. Sieht nach Gaspipes Handschrift aus. Der weiß einfach nicht, wie man eine Lady behandelt. Okay, wir brauchen ein Zahnrad. Das eine Rad war zu klein. Ach so, okay, Entschuldigung. Ich muss ein Zahn... Dafür gehe ich besser in die Werkstatt. Ach so. Wieso? Ah, ich verstehe, ein Radstern. Ja. Yeah. Nee, da fehlt ein Zahnrad. Ach so. Da fehlt ein Zahnrad. Das eine Rad war. Okay. Ja, ja, dafür geht. Ja, ja, Werkstatt. Gut, hab schon kapiert. Geh mal zurück. Wo ist die Werkstatt? Werkzeugkasten, Ersatzteile. Okay. Sollst du nicht den Generator reparieren? Ja, da brauche ich die Werkstatt. Aber ich glaub, da ist nichts mehr zu holen. Nichts, was ich brauchen könnte. Das bildet... Das wird nicht... Das passt. Das wird nicht klappen. Das wird nichts. Nein, glaub mir. Nein, glaub mir. Ja, aber. Wo finde ich denn den Scheiß jetzt dann? Läuft einfach nicht. Ich muss die Schalttafel benutzen, um sie zu starten. Aber erst sollte ich die fehlenden Teile zusammenkriegen. Der Keilriemen kommt erst dran, wenn ich das... Okay.
Sollst du nicht den Generator reparieren? Mir fehlen die Teile. Ah, okay. Zur Werkstatt. Werkstatt. Was haben wir denn da? Linkes Fenster. Nichts, was meiner Flucht helfen würde. Abgeschlossen und vergittert. So wie der Rest hier, ne? So, was haben wir denn da? Schalter. Ein normaler Lichtschalter. Ich sehe keinen taktischen Vorteil. Durch die Fenster kommt immer noch Tageslicht. Das ist wahr, ja. Werkbank. Etwas Öl. Alles Teile von einer sabotierten Maschine. Etwas Öl. Ach so, jetzt nimm das mit, okay. Da ist nichts weiter, was... Okay, ja, ja, ist schon gut. So, Bank. Noch eine Holzbank. Jo. Mit einer alten Zeitschrift darunter. Ja, dann nimm die Zeitschrift, ha? Hurra! Hinteres Fenster. Noch mehr von diesen verdammten Gitterstäben. Jo. Sie sind alle gesichert. Da kommt keiner raus. Frank der Neue. Die Maschine funktioniert noch. Hey, Joe. Du bist also wieder für Mason unterwegs zum Reparieren. Yep. Guter Schachzug, Joe. Guter Schachzug. Bumpys Maschine. Das Zahnrad hier muss erstmal angezogen werden. Den Keilriemen hat's zerlegt. Ist dünn, fast wie eine Schnur. Ich glaube nicht, dass wir da Ersatz für haben. Hier, warte mal. Einen Schraubenschlüssel haben wir. Nicht berühren, ich streike. Pass auf, ich werde dir helfen. Dann musst du nur noch hier drücken und eine halbe Stunde später ist sie wieder kaputt. Passt perfekt. Was jetzt da? Da haben wir das Problem. Arbeitest du jetzt für die oder was? Alles Teil von meinem Plan. Wart's ab. Zeitverschwendung. Ja, Entschuldigung, war ein Versuch. Hier haben wir einen Keilriemen, aber der ist viel zu groß. Könnte aber in einem der Generatoren passen. Das weiß ich auch, Scherzkeks. Seil geht nicht. Zahnrad. Zuerst muss ich diese Maschine reparieren. Zuerst muss ich diese Maschine reparieren. Ah, ist in Ordnung. Passt perfekt. Da haben wir das Problem. Arbeitest du jetzt alles Teil? Bla bla. Ja, was denn jetzt nun? Pinsel? Klingt gut. Jo. Ich fange an, mich zu wie... Jo, weiß ich. Ich auch. Da hilft... Ja. Dann weiß ich's auch nicht mehr weiter. Öl. Dafür brauche ich... Ja gut, dann leck mich am Arsch. Entspannter Knast. Es gibt sich keine Mühe. Es dauert auch noch Jahre, bis sie ihn rauslassen. Seine Maschine funktioniert noch. Bruno simuliert schon wieder. Was gibt's Neues? Sie haben eine Bewährung abgelehnt. Was? Kapier ich nicht. Nee, aber ich will die Entscheidung anfechten. Wenn ich zum Gericht in der Stadt gehe, kann ich wenigstens mal einen Anzug tragen. Ich schieße mir meinen Weg aus dem Gerichtssaal frei, lege ein paar Wachen um. Muss dann nicht mal die Klamotten wechseln. Hey, hier wird nicht geredet! Reparier die Maschine! Nur weil ich eine Kugel im Kopf habe, heißt das nicht, dass ich blöd bin. Und nö, eh nicht, du, eh nicht. Arbeitest du... Alles passt so. Aber da ist noch mehr zu reparieren. Den Keilriemen hat's zerlegt. Ist dünn, fast wie eine Schnur. Ich glaub nicht, dass wir da Ersatz für haben.
Der ist dünn wie eine Schnur. Dieser Schnürsenkel könnte als Riemen herhalten. Aber er ist zu trocken und wird reißen. Ach so, Moment. Dieser Schnürsenkel könnte als Riemen herhalten. Aber er ist zu trocken. Halt doch mal den Mund, ich weiß doch eh schon, was ich tun muss. Clever. So. Da haben wir das Problem. Nicht schlecht. Mal schauen, ob sie funktioniert. Fertig. Fertig. So. Gute Idee. Ich könnte ein passendes Zahnrad für den Generator schleifen. Das eine Rad war zu klein, das andere zu groß. Bin schon helles Köpfchen. Hölzernes Zahnrad. Irgendwie bin ich stolz drauf. Und ich habe mal wieder was Eigenes gemacht. So. Passt. Das wird nichts. Gut, dann kann ich jetzt gehen. Und dann gehen wir schnell zum Generatorraum wieder. Dann können wir den Generator nämlich reparieren. Hoffen wir mal, dass das alte Mädchen nicht zu viel Dampf für das hölzerne Zahnrad hat. Dann geben wir das Rad hinein. Schön. Als nächstes brauche ich einen Keilriemen. Ja, den habe ich auch noch. Keilriemen. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass sie wieder läuft. Genau. Machen wir wieder zu. Und gehen zurück. Gehen zur Schalttafel. Jo, perfekt. Schnurrt wie ein Kätzchen. Gute Arbeit. 1229, komm her. Jawohl. Du kannst gut Sachen reparieren. Es gibt Arbeit für dich, überall auf der Insel. Okay, hör zu. In meiner Wohnung sind ein paar Sachen kaputt. Abmarsch! Aha, jetzt darf ich in deine Wohnung auch schon reparieren gehen, oder was? Sag du mir mal. Tja, da ist was das soll da. Das werden? Du wolltest einen Mechaniker. Hier hast du ihn. Ich wollte jemanden aus der Stadt. Keinen von denen. Was ist kaputt, Sir? Unser Fernseher ist hin. Der Plattenspieler ist kaputt. Ach, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Fotos im Südwesten. Hopi-Häuser in New Mexico. Vielleicht aus ihren Flitterwochen. Ich bezweifle, dass ich das hier rausschmuggeln kann. Trophäen. Scharfschützenpokale. Er hat mich genau im Blick. Hier steht ja auch sein ganzer Stolz. Uraltes ein 0815-Radio. Habe ich im Krieg andauernd repariert. Nicht nötig. Masons Abschlussklasse. Ich bin Mechaniker, kein Innenausstatter. Mrs. Mason. Vorsicht, Joe. Bloß nicht zu lange hingucken. Ma'am? Lass ihn das Münztelefon reparieren. Ich will meine Mutter anrufen. Die Verbindung in die Stadt ist furchtbar. Okay, schauen wir uns mal den Fernseher an. Interessant. Das Modell kenne ich gar nicht. Hier komme ich an die Grenzen meines Improvisationstalents. Hier komme ich an die Grenzen... Okay, Plattenspieler. Ich höre ein leises Brummen. Der Verstärker funktioniert. Kinderspiel. Der Riemen ist etwas verklebt. Keine elegante Lösung, aber sie funktioniert. Das Ding steht auch ohne das Magazin gerade. Warum bist du zu Hause? Musst du nicht zu deinem Therapeuten? Das Meer ist zu unruhig. Ich bezweifle, dass ich die beiden sind. Die Fähre fährt nicht. Sehen nicht gut aus. Sie kümmern sich offenbar nicht um ihren Kram. Was habe ich denn jetzt gekriegt?
New Yorker Modezeitschrift, okay. Eine alte Ausgabe von International Mechanics. Wechsel oder Gleichstrom? Eine ewige Frage. Verzeihung, Sir, wo haben Sie die Anleitung? Moment! Wie ist das Leben so im Hauptgebäude? Ma'am? Ihr könnt wenigstens über Morde und Kidnapping reden. Bei uns dreht sich alles nur um Eisenhower. Ich glaube, ich sollte weiterarbeiten. Hier,